So, jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt unserer Vorstellung des 1654b von der Firma Flugke, und zwar zum Speichern der Messergebnisse. Dazu führen wir jetzt erstmal eine Messung durch, weil das Messgerät lässt sich nicht überlisten. Um einen der 1500 möglichen Messwerte speichern zu können, muss ich vorher unbedingt eine Messung durchgeführt haben. Messbereich ist eingestellt. Wir nehmen stellvertretend jetzt für andere Messungen die Isolationsmessung und starten die Messung, warten, bis der Wert stabil angezeigt wird und lassen los. Jetzt haben wir hier ein Messergebnis und jetzt kommen zwei Tasten, die wir bisher noch nicht benutzt haben zum Einsatz, nämlich Memory und die Pfeiltaste. Mit Memory wähle ich den Speicher an. Ich habe jetzt im Bild zwei Abschnitte, einen für die Verteilung, vierstellig anzugeben, nur als Zahl. Im zweiten Abschnitt wird der Stromkreis angegeben und über Select F1 kann ich auswählen, welche Stelle ausgewählt werden soll. Die Auswahl erfolgt über die Pfeiltaste auf oder ab. Und mit Select gehe ich dann zum dritten Abschnitt, nämlich dem sogenannten Zähler. Der zählt alle Messungen, die ich in einem Stromkreis gemacht habe, also Isolationsmessungen, Schleifenmessungen und so weiter und so fort, und legt die hier ab. Sind natürlich auch alle einzeln abrufbar. Gut, und wenn ich jetzt speichern will, gehe ich auf F2, Taste Store, und warte, bis der Quittungston mir sagt, dass der Messwert gespeichert wurde. Gut, das ist in Kurzform für die Einstellung des Speichers. Will ich eine weitere Messung durchführen, stelle ich den entsprechenden Messbereich ein, starte die Messung, gehe auf Speichern und verändere weder Stromkreis noch Verteilereinstellung, weil der Wert gehörte zum selben Stromkreis und wird da abgelegt. Erst wenn ein neuer Stromkreis aufgerufen wird, wird ein neuer Speicherplatz für den Stromkreis ausgewählt und dann entsprechend abgelegt. Gut, Dankeschön. Ja, und damit hoffen wir, dass wir Ihnen bei der Bedienung des Fluke 1654B etwas unter die Arme greifen konnten, Sie alles verstanden haben, was wir Ihnen zeigen wollten, und Sie das Gerät jetzt optimal bedienen können. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Einmal der Robert Krause, auf Wiedersehen. Und einmal der René Stricker, ebenfalls von der Industrievertretung Robert Krause. Auf Wiedersehen. Tschüss.